draußen wird es endlich wieder schöner und dann sind unter Umständen auch mal andere Klamotten angesagt und deswegen wollte ich euch heute mal die guten Stücke vorstellen. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer kleinen Produktvorstellung. Und es geht natürlich nicht um meine Socken, nein, es geht um meine Motorradjeans. Und damit wir uns die jetzt mal näher angucken können, dann packen wir die mal kurz aus. Ups, sorry. Besser. So, also, da haben wir das gute Stück. Und zwar ist das eine Trilobite Parado. Ich muss jetzt gestehen, bei der Auswahl bin ich da ja immer nicht übermäßig zimperlich. Ich gucke natürlich erstmal, was finde ich überhaupt für eine, wo meine grazile Figur reinpasst. Ja. Mit meiner gazellenhaften Statur muss ich da ja immer ein bisschen gucken. Oder wie hieß das graue Tier mit dem Rüssel? Na, egal. Auf jeden Fall habe ich mir die rausgesucht, einfach aufs Blaue raus bestellt. Und ja, gefällt mir echt gut. Also ich muss sagen, die Optik gefällt mir schon recht gut. Dieses Zusammengestückelte hat mich ein bisschen erinnert an damals die Jeansjacke von Marty McFly aus Zurück in die Zukunft, die auch so aussah, als wäre sie aus alten Jeanshosen zusammengestückelt worden. Und also die Optik hat mir auf jeden Fall schon mal gut gefallen. Und dann hat sie auch echt ein paar recht nette Features. Also man sieht hier schon, hier in dem Kniebereich, da sind halt, oder oberhalb vom Knie sind halt so ein bisschen dehnbarer, so gefächerter Stoff. Wir sehen hier auch im Schrittbereich ist so ein richtig dehnbarer Stoff nochmal drin, in Schwarz. Wir haben auch hinten am Rücken, da ist er dann auf jeden Fall schon mal höher gezogen wie vorne. Und da ist auch wieder hier so ein dehnbarer Bereich, dass man sich, wenn man sich halt setzt und nach vorne beugt, dass hier wirklich der hintere Bereich sich so ein bisschen mitzieht und nicht gleich hinten das Bauarbeiter-Dekolleté freilegt. Also das alles echt praktische Sachen. Aber sie hat natürlich auch ein paar innere Werte. Und da gucken wir jetzt auch nochmal rein. Ja, und jetzt sind wir also auf der Innenseite und ich fange mal hinten an. Und da sieht man jetzt doch schon recht gut dieses extra Aramid, nennen die es, glaube ich, mit Kevlar verstärkt, halt vor allen Dingen hier auf der Rückseite im Sitzbereich. Und auf der vorderen Seite sind es dann hier an den Seiten auf jeden Fall nochmal und in den Knien hier unten drunter. Da ist es halt mit entsprechend Kevlar verstärkt, das Ganze. Ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nicht gefunden, irgendwo in der Beschreibung, ob jetzt der Jeansstoff an sich halt auch noch mal irgendwie besonders verstärkt wäre oder sowas. Auf jeden Fall sind natürlich die Nähte und alles entsprechend stark abgenäht, dass die halt ordentlich halten, wenn es mal zur Sache geht. Und ihr seht auch schon, es sind entsprechend die Taschen drin für Knieschoner und auch hier für die Hüftschoner. Und die waren auch komplett bei der Hose mit dabei. Also das war eigentlich soweit echt gut. Hat mir gut gefallen. Hat auch, habe ich eben gar nicht gezeigt, hier entsprechende Reißverschlüsse am Oberschenkel, um nochmal zu lüften. Und funktioniert, soweit ich es jetzt sagen kann, habe es ja letztes Jahr schon mal gefahren als ein paar Mal, funktioniert es für mich echt gut. Wie gesagt, für mich Jeans voll und ganz mein Stoff. Es ist klar, dass so ein Ding natürlich nicht ganz den Schutz bietet, wie jetzt eine richtige entsprechende Textilhose. Aber wenn es dann mal richtig heiß wird, ist es doch immer noch besser. Man hat so ein Teil an wie eine einfache Jeans oder eine einfache Hose, keine Ahnung. Ich muss jetzt gestehen, meine Textilhose, die normale schwarze, die ich habe, die ist halt auch das volle Programm mit Membran und allem drum und dran. Ich nenne es immer das Winterfell, ist rausnehmbar. Aber halt die Membran natürlich bei mir nicht, oder was heißt natürlich, bei mir ist es nicht rausnehmbar und das heißt, im Sommer ist es immer irgendwie Schnellkochtopf, wo man in der entsprechenden Membran ganz schön gegart wird, auch wenn die atmungsaktiv sein soll und bla bla bla. Es funktioniert einfach nicht und die hier
das ist dann echt ein recht schönes, luftiges Gefühl. Und man hat immer noch so ein bisschen zumindest das Gewissen beruhigt, dass man sagt, man hat so einigermaßen was dafür getan. Die Hose ist also auch vom TÜV Rheinland zertifiziert. Also soweit geht das ganz gut. Kommen wir mal zu den zwei Sachen, die ich ein bisschen blöde finde. Eine Sache ist, Moment, da muss ich gerade erst nochmal wegrennen. So, bin wieder da. Eine Sache ist, dass es zwar hier hinten so schön hochgezogen ist, die Jeans, und so einen hohen Rand hat, aber ihr fehlt der Reißverschluss, um sie dann hinten an der Jacke festzumachen, um dann halt wirklich sicherzustellen, wenn man sich nach vorne beugt, dass es hinten trotzdem dicht gehalten wird. Und da komme ich jetzt zu dem, was ich im Titel so ein bisschen angedeutet habe. Pimp My Pants. Das sind also ein paar Sachen, die ich jetzt da hier dran verbessern lassen will. Also es ist eigentlich nichts, wo ich sage, oh, die will ich wieder umtauschen, das ist nichts. Wie gesagt, so gefällt sie mir echt gut, aber es gibt halt zwei kleine Verbesserungen, die ich machen lassen will. Und das eine hat was mit dem Reißverschluss hinten zu tun. Und da ist es halt recht angenehm, dass bei meiner Jacke und bei meiner Hose, die ich jetzt im Moment habe, war jeweils das Gegenstück von dem Reißverschluss hinten dran, damit der Reißverschluss ohne halt nicht irgendwas zerfranst. Deswegen gab es hier die Gegenstücke, und von dem werde ich jetzt natürlich dann eins, das passende im Idealfall, nehmen und lass mir das halt hier hinten an die Hose dran nähen, dass ich die dann halt auch wieder mit meiner Jacke verbinden kann und habe dann hinten das Ganze auch wieder ein Stückchen weiter. Und für das zweite Problem, da muss ich jetzt da hier mal ein bisschen näher rangehen, damit ihr das auch besser seht. Ich gehe mal hier hin. So, jetzt rücke ich noch mal ein bisschen ins Bild. Und zwar geht es hier um den Verschluss für die Tasche, wo die Protektoren drin sind. Das heißt, es ist eigentlich sogar noch mal doppelt gemoppelt. Das heißt, hier ist eine Tasche und da ist dann noch eine Tasche. Und das sind dann wirklich, ist die Tasche, wo der Protektor drin ist. Die ist auch mit einem Klettverschluss vorne am Knie festgemacht, damit sie nicht verrutschen kann. Und der ist auch bombenfest. Also an dem kann man eigentlich nichts rütteln. Und dann haben wir hier den zweiten Klettverschluss, mit dem man die Tasche dann nochmal verschließen kann. Und da haben die guten Leute irgendwie einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar ist bei dem Klettverschluss, der hier an dem unteren Teil ist, das ist sozusagen der giftige Teil von dem Klettverschluss, der pieksige, der ist wie gesagt auf der Seite, und der andere, der einfach der Stoff ist und sich da reinhakt, ist auf der Oberseite. Und jetzt passiert es mir ständig, dass wenn ich das Knie krumm mache, geht das Ganze trotzdem auseinander und dann reibt mir jedes Mal hier dieser Teil vom Klettverschluss volle Kanne auf dem Knie rum, und das geht schon ins Schmerzhafte rein. Also aus meiner Sicht zwei große Fehler. Der eine ist, dass dieser Klettverschluss hier viel zu klein ist, also im Gegensatz zu dem, der hier drunter ist, der den Protektor hält, ist der wirklich winzig. Und zum anderen Teil hätten wir das Problem wirklich zumindest minimieren können, indem man halt diesen weichen Teil hierhin gemacht hätte. Dann wäre das, wenn es aufgegangen ist, wären die kratzigen Teile hier auf der Innenseite würden jetzt schleifen, und hier wäre das weiche Teil und würde auch nicht schleifen. Das Ganze habe ich auch mal den Leuten geschickt, die die Hose fabrizieren. Die haben ja auch zurückgeschickt, dass sie gesagt haben, okay, wir leiten es an unsere Entwicklungsabteilung weiter. Ob da jetzt wirklich was dran geändert worden ist, keine Ahnung. Vielleicht hat sich ja irgendjemand von euch das gute Teil mal später gekauft und kann sagen, ob da sich das Ganze mittlerweile geändert hat. Aber im Großen und Ganzen, wenn das jetzt dann halt noch gemacht ist, denke ich mal, bin ich eigentlich rundum zufrieden mit dem guten Stück. Ja, und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.